Oh nein, jetzt hat es auch F1 2015 erwischt. 7 Folgen die Woche sind geplant, den Hintergrund dazu werde ich gleich erklären, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zum What zum Sonntag mit dem Sendeplan der Kalenderwoche 26. Ihr habt es bei Watch Dogs zu spüren bekommen, bekommt es dort auch weiterhin zu spüren und ihr werdet es auch bei F1 2015 zu spüren bekommen. Ich möchte demnächst jeden Tag eine Folge des bald einjährigen Projekts bringen. Der Hintergrund dazu, vorm Rennwochenende in Baku hat Codemasters angekündigt, dass F1 2016 am 19. August erscheinen soll. Wie ihr vielleicht wisst, ist es das Letzte, was ich möchte, dass ich eine Saison abbreche, nur weil ein neuer Ableger erscheint. Ich habe mir nach der Release-Ankündigung von F1 2016 mal ein paar Gedanken gemacht und die sehen für unser F1 2015 Let's Play wie folgt aus. Zwischen dem 27.06. und dem 19.08. liegen 53 Tage und genau eine, die sechste Meisterschaftssaison. Diese dauert 57 Folgen, also ab jetzt wohl 57 Tage. Sollte Codemasters den Release einhalten, gibt es für euch womöglich eine kleine Überschneidung von F1 2015 und F1 2016. Und für mich, ich könnte eine gute Woche vor F1 2016 fertig mit der sechsten Saison sein. Also kein großartiger Stress für mich, für euch mehr virtuelle Formel 1 aus dem Jahre 2015. Ich werde es erstmal so handhaben und schauen, wie ich damit zurechtkomme. Das Aufnehmen ist für mich weniger das Problem, am ehesten das Hochladen und dazwischen müssen die Folgen noch kodiert werden und daher hoffe ich, dass ich es ohne Stress hinbekomme, damit ich es durchziehen kann. Aufnahmedruck werde ich meinerseits eher am wenigsten haben, was ich auch nicht möchte, weil ich meinen Vorrat an Folgen jetzt stetig auslaufen lasse, sodass ich dann ab nächster Woche 2,5 Wochen im Voraus F1 2015 aufgenommen habe. Also aktuell habe ich schon das Rennen in Bahrain aufgenommen und in der womöglich letzten Woche F1 2015 werde ich dann auch das letzte Rennen aufgenommen haben. Also mein Lager leert sich, so der in Anführungszeichen Plan. Ich hoffe, dass ich es so hinbekomme. Vorziehen wird Codemasters F1 2016 wohl nicht und nach hinten schieben wäre sowieso nicht verkehrt, wenn es dem Spiel zugutekommen würde. In der Zeit von Dying Light, The Following und Far Cry Primal bin ich im Grunde immer bei den jeweils 6 Folgen die Woche geblieben, weil diese beiden Titel besonders anspruchsvoll hinsichtlich des Bildmaterials waren, was sich beim Codieren und Hochladen wieder gespiegelt hat. Und bei Watch Dogs konnte ich soweit mal 7 Folgen die Woche bringen und da habe ich einfach meine Flexibilität, wo sich mein sogenannter Sendeplan nach meinem Das habe ich im Angebot richtet. Mal sehen, wie es in den kommenden Wochen sein wird. Die nächsten Wochen, das ist das gute Stichwort. Mal sehen, ob ich mit F1 2015 und 7 Folgen die Woche hinkomme. Schlecht werden die Videos auf YouTube ja an sich keinesfalls und alles weitere Spiele und wie anspruchsvoll sie zum auf YouTube bringen sind, davon muss ich mich auch überraschen lassen und euch wünsche ich eine neue schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.